Ich habe mich wirklich schwer getan mit dem Design, als wir uns das Auto das erste Mal im Studio angeguckt haben. Und das ist für mich sehr merkwürdig, aber jetzt, wo ich den ein paar Mal auf der Straße gesehen habe und jetzt auch hier als GT, ich finde ihn inzwischen irgendwie lässig vom Design. Ich bin der Jan. Ich bin Eckhard. Und das ist der Ora Funky Cat GT. In der Ausstattungslinie GT und der Farbe Celestial Blue oder auch Himmelblau. Wir sagen euch, wie uns der Innenraum gefällt und wie er sich fährt. Wir zeigen euch das Design, die Rücksitzbank und den Kofferraum. Und zum Schluss sagen wir euch noch, ob wir ihn kaufen würden. Und für dich ist das Video kostenlos und in Farbe. Dank unserem Partner Emil Frei. Eurem Ansprechpartner rund ums Thema Automobil mit über 100 Standorten in Deutschland und über 30 Marken. Gefällt er dir? Ja, und ich finde, hier in der GT-Line wirkt das Design für mich erst so richtig vollständig. Ja, ich finde, in der GT-Line sieht er eher aus wie eine Mischung zwischen Beetle und Mini. Ich finde es richtig schön frech, wie die an diesem Carbon-Optik-Diffusor diese roten Elemente und dann auch noch diese zentrale Nebelschlussleuchte angebracht haben. Also wenn der bei uns auf dem Hof stehen würde, würde ich als allererstes die ganzen Schriftzüge abmachen. Wir haben euch die Ora Funky Cat schon als 400 Pro Plus vorgestellt. Das ist im Prinzip das gleiche Auto. Der GT hat bloß ein paar Merkmale, die noch herausstechen optischer Natur. Nämlich den Stoßfänger in Carbonoptik, der roten Lippe und die Lufteinlässe links und rechts. 18 Zoll Felgen gibt es zwar auch in den anderen Funky Cats, aber nur der GT bekommt dieses Design. Auch der Schweller in Carbon. Optik. Durch den Heckabschluss mit Diffusor und roten Luftleitelementen und guckt mal hier, dieser mittigen Nebelschlussleuchte. Und natürlich dem GT-Emblem im Spoiler und ganz wichtig, der geht nicht nur durch, sondern ist auch innenrot. So sieht der Schlüssel aus zur Funky Cat GT. Drei Knöpfe, verriegeln, Kofferraum öffnen und entriegeln und hinten drauf gibt's das Aura-Emblem. Und ich steige mal ein, der Sitz ist nach hinten gefahren, fährt erst nach vorne, wenn ich eingestiegen bin und der Einstieg ist leicht erhöht, da macht das Einsteigen noch mehr Spaß. Das sieht hochwertig aus. Ja, man denkt immer Chinese, ne? Ja. Die können es nicht, aber es sieht gut aus. Zweifarbig, rot-schwarz, mag ich total. Auch so das Detail mit der roten Kontrastnaht da drin. Das ist ja übrigens die GT-Farben hier. Ne? Also die anderen Ausstattungslinien, jede Ausstattungslinie hat ihr eigenes Interieur, was du farblich dann nicht mehr verändern kannst. Und das hier ist GT, finde ich super schön. Schön viel Schwarz, kommt das Chrom auch gut raus hier mit den Schalterkernen. Finde ich sowieso einfach auch optisch. Optischen Hingucker, die Art und Weise dieser Kippschalter, so wie im Flugzeug. Na, wie im Mini, finde ich. Ja, bei Mini sieht es aus wie im Flugzeug, ja, und hier sieht es aus wie beim Mini. Der Witz ist ja, dass der Ora quasi die Basis für den Mini auch ist. Ja, wurde gemeinsam entwickelt. Ja, aber nein, ist schick. Das Einzige. Eine Dreifarbigkeit, hell, dunkel, rot. Wir haben hier harten Kunststoff halt, ne? Da und da. Das hier ist allerdings alles ein weicher Werkstoff, den ich auch sehr mag, weil das so eine Alcantara, Neopren. Genau, Neopren, ne? So fühlt sich so ein bisschen an. Ja, ne? Irgendwie Mischung ist. Ganz weich. Aber ab der Kante hier, ne, haben wir dann schon wieder harten Kunststoff. Und so ganz zu Ende gedacht ist es nicht. In den Türen haben wir aber überall einen weichen Werkstoff. Nee, auch hier ist eine harte Kante drin, unten wieder weich. Es ist okay. Aber was halt wirklich auffällt, und das ist auch ein bisschen ein hausgemachtes Problem von dem Auto. Ich finde, so meine Sichtlinie bis hier wirkt total hochwertig. Und dieser Kontrast dann zu dem ist dadurch halt besonders hart. Was sagst du optisch zum Lenkrad? Das ist schick. Also mag ich auch zweifarbig und so. Das ist doch auch hier, klar, keine wirklichen Schalter. Das mag ich nicht. Aber das ist in Ordnung, sage ich mal. Was ich überhaupt nicht mag, sind die Kippschalter tatsächlich, obwohl ich die optisch toll finde. Aber du weißt nicht so richtig, was du anklickst, wenn du es nicht verinnerlicht hast. Gut, die beiden brauchst du kaum. Ne? Klimaanlage ausschalten und Gebläse ausschalten. Man weiß es auch nicht. Ne? Also das sind ja nur Gebläsetasten hier. Ja, ich habe vor allem auch immer das Bedürfnis, ich brauche es eigentlich nicht, aber es ist so ein dummes Kopfding, ich will immer so machen. Um zu gucken, was draufsteht, genau. Weil das so oben drauf ist. Ne? Sonst ans Display, wo ich ja viel erledigen muss, komme ich so, wenn ich jetzt ganz normal sitze, auch nur ran, wenn ich mich vorbeugen muss. Uneins sind wir tatsächlich ob der Geschwindigkeit hier. Ja. Ich finde, das System reagiert ein bisschen langsam und ich komme mit meinen Fingern da irgendwie, da wo ich touche, passiert nicht unbedingt sofort was. Ich glaube, das liegt daran, dass man hier sehr genau treffen muss. Das erweckt diesen Eindruck. Aber wenn du triffst, finde ich, ist es doch sehr, sehr schnell. Aber ich gebe dir recht, du musst ganz genau die Fläche treffen, damit es auch reagiert. Ja, und sonst, was ja auch immer wichtig ist für die Leute, ne, wie schnell kann man hier rumwischen, ne, damit sich jeder aufregt. Das finde ich okay. Zoom mal. Zoomen. Geht. Ja, ist okay. Ja, finde ich okay. Ja.
kann man mit arbeiten. Nein, das ist in Ordnung. Wir haben zwei Schalter hier oder drei an der Lenksäule, finde ich auch okay. Scheibenwischer, Licht, das wird hier auch direkt gedreht. Unten der Tempomat, dann habe ich hier noch an der Seite Schalter. Ich habe eigentlich doch noch ziemlich viele Schalter. Auch auf dem Lenkrad halt diese großen Wippen. Finde ich aber auch, ist okay. Also das ist nicht unbedingt meins, aber ich könnte damit leben. Also wenn ich jetzt jemand sagt, das ist ein neues Auto, will ich nicht sagen, oh nein, sondern das kann ich machen. Was ich wirklich störend finde, wenn ich als Beifahrer den nächsten Titel machen will, muss ich mich echt weit strecken und um lauter und leiser zu machen, wenn ich es nicht am Lenkrad machen kann, muss ich hier erst runterwischen, um so ein Zwischenmenü aufzurufen und dann kann ich das verstellen. Das finde ich schon sehr umständlich. Obacht! Alles, was wir euch bisher gezeigt haben und noch zeigen werden, gehört zur Serienausstattung vom Ora Funky Cat GT. Bis auf die Farbe. Das ist das Einzige, was du dir aussuchen kannst. Ja, was du konfigurieren kannst. Apropos Serienausstattung, voll elektrische Sitze, beheizt und belüftet. Wie sitzen sie sich denn? Ich lasse gerade die Sitzheizung hochlaufen, was sich ein bisschen beklemmt ist, wenn es draußen recht warm ist. Funktioniert aber, die Sitzbelüftung könnte ein bisschen stärker sein. Die Sitze finde ich durchaus bequem. Ich finde sie aber optisch noch gelungener, als dass sie bequem sind. Man hat aber sogar ein bisschen Seitenhalt. Muss dazu wissen, das ist Kunstleder. Wir haben überhaupt hier ein ganz veganes Auto am Start. Das ist kein Leder dabei, ist alles künstliches Leder. Ja, aber sonst ist es gut. Ich finde es auch schön, dass sie das GT nochmal in die Kopfstützen. Das stimmt, das ist echt ein schönes Detail. Hey, Ora. Was ist los? Öffne das Fenster. Ich würde öffnen. Okay. Hey, Ora. Ich höre. Öffne das Beifahrerfenster. Hey, Ora. Was ist los? Öffne das Schiebedach. Ich finde, das ist verdammt schnell. Die Spracherkennung hier im Auto ist ja schon nicht gut. Ja, und vor allem, sie lernt. Also es wird immer mal wieder, wenn das Auto neue Situationen geben, da sagt dann dieser Sprachassistent, das kann ich noch nicht. Und das noch ist tatsächlich ernst gemeint. Wir haben vorhin in der Pressekonferenz gehört, wenn du auf so eine Situation hin dann das, was du eigentlich machen willst, händisch auslöst, lernt dieser intelligente Sprachassistent, was du eigentlich gerade von ihm wolltest. Und nach dem dritten oder vierten Mal kann der das dann. Und dann kannst du sagen, hey Ora, schließe alle Fenster. Alle Bereiche sind geschlossen. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wenn ich jetzt hier wirklich an der Soundanlage so richtig lange rumtweake, ob es dann wirklich noch richtig gut wird. Also ich sage ja. Das System würde ich sagen, so erstmal in der Nullstellung durchschnittlich. Man kann da noch ein bisschen mehr rausholen. Dafür, dass es hier kein Premium-Soundsystem ist, finde ich das ordentlich. Unser Tipp auf jeden Fall an der Stelle, macht den DTS-Effekt aus, denn damit wird der Ton nicht besser. Wenn ich hier am Fahrersitz sitze, habe ich drei Farben im Blickfeld. Das Beige oben, was das Auto ja ein bisschen luftig macht, das Schwarz und das Rot für die Sportlichkeit. Willst du solche Farben im Innenraum sehen oder sagst du lieber alles ganz in Schwarz? Schreibt uns das doch mal unten in die Kommentare, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wie ihr da draußen tickt. Lass uns über Mitbewerber reden. Gibt ja jede Menge mittlerweile. Ja. Ist auch so krass, wie sich das in 5 Jahren geändert hat. Ja, so plopp, 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 plopp. Fangen wir mal an. Ein Chinese, MG4. Korrekt. Etwas futuristischeres und kantigeres Design als die Ora Funky Cat. Gefühlt 5 Meter länger, real 6 Zentimeter. Ah ja, wie man sich täuschen kann. 100 plus Liter mehr Kofferraumvolumen. Wenn es dir aber darum geht, dann solltest du lieber zu einem anderen Auto greifen, zum Beispiel einem Renault Megane E-Tech. Würde man auch nicht denken, dass der so viel größer ist, hat aber 212 Liter mehr Kofferraumvolumen als die Funky Cat. Ist nur 3 cm länger. Ja. Oder den ID3 bzw. den Cupra könnte man auch noch nennen. Das ist alles so in einer Preisrange auch. Ne? Um die 40.000 Euro MG4 ist der billigste. Wenn du dir das Auto auch mal wirklich angucken willst und auch mal anfassen willst und vor allem auch zum Beispiel mal ein MG4 oder ein Renault Megane E-Tech im Vergleich dazu angucken willst und anfassen willst, dann mach das doch einfach in einem Autohaus von Emil Frey. Ja. Das ist nun mal der größte Autohändler in Deutschland. Über 100 Filialen, wenn man so will. 30 Marken bilden die ab oder über 30 Marken. Und ihr könnt euch die ganzen Mitbewerber auch noch gleich mit ansehen. Bei Ora haben wir noch eine Besonderheit. Emil Frey verkauft die Dinger hier nicht nur, die importieren die auch. Genau. Emil Frey ist Generalimporteur, soweit ich weiß, für Great Wall Motors. Ja. Also zumindest für Way und für Ora. Korrekt, die sitzen an der Quelle. Und das heißt auch, da ist jetzt nicht irgendwie so eine kleine Muckelbude, die mit so einem kleinen Kutter irgendwie losfährt, Schiffe, hier Autos rüber schafft, ja, sondern da sitzt Emil Frey hinter. Das kann man also auch gut kaufen.
Ich bin im Sportmod. Da ist das Ortseingangsschild, also Vollgas. Wow. Und da haben wir die 100 erreicht. Unter optimalen Bedingungen geht das in 8,2 Sekunden. Es gibt auch eine Launch-Control-Funktion hier für den GT und das hat nur der GT. Bloß führt hier nicht dazu, dass man unbedingt schneller von 0 auf 100 ist. Auch dann dauert es 8,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit bei dem Fahrzeug liegt bei 160. Wie fühlt sich die Beschleunigung an? Ich habe erst so ein bisschen kokettiert und mich so selber in den Sitz gepresst. Aber man hat schon so ein bisschen Anpressdruck. Das fühlt sich imposanter an, als sich die Zahl nachher liest. Ich finde die Funky Cat natürlich auch als GT, ist ein übersichtliches Auto, klassischer Wagen der Kompaktklasse, die Spiegel sind groß genug. Auch hinten durch die eher kleine Heckscheibe kann ich trotzdem noch gut sehen und fühle mich mit dem Auto auch in der Stadt wohl. Zur Übersicht kann ich noch hinzufügen, dass wir hier beim Losfahren sogar so eine Ansicht haben, dass wir beide Vorderräder sehen, was natürlich total clever ist, wenn man hier an so einem Bordstand mal vorbeischubbern muss. Und dazu auch noch die 360-Grad-Kamera, die ich persönlich immer gut finde, wenn man am Arrangieren ist. Kickdown 70 auf 100 auf der Landstraße. Wir haben 171 PS, 126 kW sind das im Fachjargon. Dazu 250 Newtonmeter, alles auf die Vorderachse, elektroautotypisch. Ist das ausreichend, aber die Aura Funky Cat auch als GT ist kein Rennwagen. Ich finde es aber für den Alltag genug. Die Funky Cat hier, wie wir sie fahren, wiegt 1655 Kilogramm. Wir haben eine Leistung von 171 PS und die nenne ich bewusst, denn ich will aufs Leistungsgewicht hinaus. Das liegt bei 9,7 Kilogramm gerundet und das ist natürlich nicht viel. Ich sage ja immer, bei 10 Kilogramm fährst du eine Familienkutsche, ne? Eher so ein bisschen träge. Bei 5 Kilogramm ist schon ein sehr sportliches Auto und da ist natürlich am oberen Rand, wobei Elektromobilität alleine durch diese 250 Newtonmeter, die du ja sofort anliegen hast, fühlt sich dann doch immer deutlich sportlicher an, als das Leistungsgewicht uns sagen möchte. Der WLTP-Verbrauch ist angegeben mit 16,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei logisch 0 Gramm CO2 auf 100 Kilometer lokal. Zum echten Verbrauch können wir euch jetzt gar nichts sagen, denn wir sind hier nur Landstraße gefahren, keine Autobahn und auch nicht übermäßig viel. 59 Kilowattstunden vom Akku können wir nutzen und damit sollen wir bis zu 400 Kilometer weit kommen, wenn wir uns denn an den WLTP-Wert halten. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Hypermiling dazu. Die findet ihr und ganz neue Effizienzfahrten übrigens bei Asphaltart. Da sind ein paar richtig spannende Videos, wo wir realitätsnah Effizienz testen. Schaut mal vorbei. Ich habe auch ein paar Fahrmodi in der Funky Cat, die wechseln auch. Hört mal hin. Mit einem lustigen Sound zur Verfügung stehen Auto, Eco, ein Sportmodus und ein Normalmodus. Was sich wirklich ändert, wenn wir hier mit dem Fahrmodi-Schalter spielen, kann ich euch nicht sagen, habe ich nicht erfahren bisher. Und es fühlt sich aber so an, als wäre es tatsächlich nur das, was vom Fahrpedal von der Stellung entsprechend umgesetzt wird. Ich kann die Stufe der Rekuperation in 3 Stufen einstellen, wenig, mittel und hoch. Und auch elektroautotypisches One-Pedal-Driving kann ich aktivieren oder deaktivieren. Das Ganze aber nicht über Schaltwippen am Lenkrad, sondern immer hier im System. Normalerweise gehen wir immer schön aufs Getriebe ein. Hier können wir vorwärts und rückwärts fahren. Das Einzige, was bei diesem Getriebe vielleicht nochmal ganz lustig ist, normalerweise musst du ja mal voll auf der Bremse stehen, wenn du hier zwischen vorwärts und rückwärts schaltest. Nicht so beim Aura Funky Cat, da kannst du das auch einfach so machen. Ich möchte es jetzt aber nicht hier bei großer Fahrt ausprobieren, aber so in Fußgeschwindigkeit, wie heißt denn das? In Gehgeschwindigkeit? Schrittgeschwindigkeit. Schrittgeschwindigkeit, danke Eckert, da geht das auf jeden Fall. Das Einzige, was so ein bisschen nervt, das ist der Wahldrehregler für die Fahrstufen. Ja, ein bisschen sehr, weil der irgendwie, der rastet nicht ein. Du drehst und drehst und drehst, kommst nie zum Ziel, da wäre es schöner gewesen, der rastet irgendwann. Die Aura Funky Cat ist relativ straff abgestimmt im Fahrwerk. Dadurch macht sie aber auch sowas wie so eine starke Beschleunigung aus dem Ort raus oder eben auch mal so einen schnelleren Lenkbefehl auf der Landstraße ziemlich souverän. Ganz kurz was zu den Assistenzsystemen. Er hat sie alle. Ne? Totwinkelwarner, Verkehrszeichenerkennung, die hat auch hier ganz gut funktioniert, soweit ich das überblicken konnte und mitverfolgt habe. Einen adaptiven Tempomaten und einen aktiven Spurhalteassistent, das ist alles dabei. Zudem gibt es hier beim GT auch noch on top den Autobahnassistenten und einen Querfahrer.
Querverkehrswarner hinten raus. Heißt, wenn du rückwärts aus einer Parklücke fährst und der GT gibt Auto, dann wirst du brav gewarnt. Ich finde die Lenkung persönlich ein bisschen unpräzise. Ich würde mir wünschen, dass sie noch ein wenig direkter wäre. Elektroauto typisch fällt es mir schwer, so richtig genau zu beurteilen, was meine Vorderachse gerade macht. Bei der Lenkung ist ja auch immer, wie kann man rangieren und wie einfach ist das? Und ich kann jetzt hier nicht vielleicht mit einem kleinen Finger auf dem Lenkrad wischen, aber die Unterstützung ist schon sehr angenehm. Das spürt man hier. In der Funky Cat GT gibt es keinen künstlichen Sound beim Gasgeben, auch nicht im Sportmodus. Ich finde allerdings, dass das Geräuschniveau ganz grundsätzlich hier im Auto relativ hoch ist. Schon bei Landstraßentempo 100 habe ich den Eindruck, es müsste eigentlich ein bisschen leiser sein. Und das erwidere ich von der Rücksitzbank. Eckert spricht ja laut und deutlich zu euch. Ich höre ihn aber sehr gedämpft. Apropos Sound, das ist der Blinker. Mich würde der in Wahnsinn treiben. GT steht ja eigentlich für Gran Turismo, also ein Auto, mit dem man gerne lange, große Distanzen fährt. Mir ist die Aura Funky Cat so ein kleines bisschen zu straff und auch etwas zu laut für so einen richtigen Gran Turismo, mal abgesehen davon, dass sie eben kein Lademonster für die Langstrecke ist. Ansonsten fühle ich mich aber so im urbanen Gewusel wirklich sehr wohl in dem Auto, denn es fühlt sich super agil an. Lieber Eckert, es gibt ja auch einen Golf GTI. Ne? Was hat der denn als Gran Turismo? Ne? Gar nichts irgendwie. Und hier hast du auch noch rote sportliche Gurte in dem Auto. Ich bin aber ganz bei dir. Ich verorte dieses Auto auch eher im urbanen Umfeld. Oder hier so, ne? In St. Peter-Ording und Umgebung. Da fährst du von einem Kaff zum anderen. Und das ist schön. Und auf der Landstraße kannst du auch mal angasen. Bist recht flott dabei. Und lässt den GTI-Fahrer auch hinter dir, lustigerweise. Ja, den einen oder anderen zumindest. Grundsätzlich, ich kann mir auch vorstellen, mit dem Wagen auf die Autobahn zu fahren. Ich sehe den aber so eher in Berlin zum Beispiel. Das ist echt so ein Punkt, der würde mich, aber nur mich ganz persönlich, an dem Auto stören. Was? Die Ladeleistung und die Ladezeit. Ach so, das ist doch alles ordentlich hier mit den Gummiklappen. Nein, das ist alles ordentlich gemacht. Ja. Im Idealfall würde das natürlich gleich mit aufklappen, sodass ich mir meine Hände nicht irgendwie dreckig machen muss. Aber gut, Elektroauto ist ja eh nicht so dreckig wie beim Verbrenner. Aber 48 Minuten von 15 auf 80% am Schnelllader mit 67 kW. Ganz im Ernst, ja, ich verstehe dich. Als verkopfter Autojournalist sehe ich das natürlich genauso. Ja, natürlich. Wenn du jetzt Joanna siehst, die ihre Zoe fährt. Vergiss bitte nicht als Allmann. Ja, aber die Zoe lädt am Schnelllader mit 50 kW. Ja. Da wird sie jetzt hier schon deutlich schneller, nämlich 17 kW schneller. Ja, richtig, vollkommen richtig. Aber die lädt halt auch mit 22 kW und wenn sie am Supermarkt steht oder wenn ich abends nach Hause komme und das Auto noch mal 2,5 Stunden an die öffentliche Ladesäule stelle, da macht der oder die Funky Cat halt nur 11 kW. Ja, desaströs. Also, 6,5 Stunden brauchst du dann, um den Akku aufzuladen. Das stimmt, verstehe ich auch nicht, warum die alle nicht auf 22 kW gehen. Vor allem bei einem Auto, was ja nun offensichtlich nicht unbedingt so gemacht ist für die Monster-Langstrecke, sondern eher so für urban oder Intercity-Raum. Ja. Da will ich doch an so einer öffentlichen Ladesäule schnell laden können. Die Funky Cat hat leider keine Ladeplanung wie andere Elektroautos. Ich habe jetzt einfach mal München als Ziel ins Navi eingegeben. Das ist definitiv außerhalb unserer 400 Kilometer WLTP-Reichweite hier von St. Peter-Ording aus und ich bekomme keine Ladesäulen vorgeschlagen auf der Route. Was ich aber machen kann, ich kann mir Ladesäulen in meiner Nähe und entlang der Route anzeigen lassen. Hier fehlt allerdings die Info dazu, wie schnell die sind und was da eventuell in der Nähe ist an zum Beispiel Gastronomie. Eckert saß eben noch auf dem Fahrersitz, der ist auf eine Person mit 1,84 Meter eingestellt. Eckert ist 1,84 Meter und hat ausreichend Kopffreiheit. Und er hat sogar ausreichend Beinfreiheit, denn das ist wirklich hier ein Highlight von der Funky Cat, dass hinten so viel Platz im Innenraum ist. Nur die Füße, die kann er nicht vollständig unter den Sitz schieben, beziehungsweise er stößt dann am unteren Spann schon an. Die Fenster im Fond versenken sich elektrisch und zwar komplett. Dazu sind sie getönt und haben auch einen Einklemmschutz.
Ich habe nur einen USB-A-Anschluss. Das schön große Panoramadach könnte ruhig noch ein bisschen größer sein, denn das brauche ich hier hinten, denn ich habe keinerlei Lese- oder Einstiegsbeleuchtung. Dafür gibt es Isofix hier hinter solchen Lappen versteckt. Und eine Mittelarmlehne mit zwei Becherhaltern inklusive Abstandshaltern. Die Gurtpeitschen sind starr montiert. In die Türtaschen passen 0,5 Liter Flaschen und ich habe keine Luftausströmer der Klimaanlage. Die Funky Cat hat keinen Frunk. Der Ora Funky Cat GT kommt mit einer elektrischen Heckklappe, kann ich auch hier über den Schlüssel bedienen oder eben den Taster nutzen. 228 Liter hört sich verschwindend gering an, aber zweimal Handgepäckstücke passen hier locker rein. Die Rücksitzbank lässt sich umklappen im Verhältnis 40 zu 60, die 40 hier rechts. Und dann habe ich ein Ladevolumen von 858 Litern. Im Kofferraum gibt es außerdem zwei Taschenhaken, eine LED für die Beleuchtung im Dunkeln, einen doppelten Ladeboden, in dem auch Platz fürs Typ-2-Kabel ist und eine kleine, aber funktionale Hutablage. Aber mit 1,84 passe ich leider nicht unter die Kofferraumklappe. 315 Kilogramm darf ich zuladen. Wir sagen noch dazu plus 75 Kilogramm für den Fahrer, damit es sich nicht ganz so wenig anhört. Es gibt keine Dachlast, also ich darf nichts aufs Dach laden. Und es gibt auch keine Anhängerkupplung und nicht irgendwie was für die Fahrräder. Das ist ein bisschen schade. Aber was es gibt, ist auf Ausfahrt TV Plus ein Kofferraumcheck von der Ora Funky Cat, wo ich alles Mögliche eingeladen habe. Ihr könnt ja mal einen Tipp abgeben, wie viele Wasserkisten bekomme ich in die Ora Funky Cat oder den Ora Funky Cat. Erfahrt ihr alles da, habe ich unten auch verlinkt. Ja, am Ende die Frage aller Fragen, Eckert, würdest du ihn dann kaufen? Nein, denn mir persönlich lädt das Auto einfach zu langsam. Okay, ich möchte erstmal festhalten, dass ich dieses Himmelblau wirklich zuckersüß finde und es passt hervorragend zu den roten Elementen und dem Fake Carbon. Mhm. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Paket. Ich würde ihn auch nicht kaufen. Für mich ist einfach nicht das richtige Auto, kein Kofferraum, kein gar nichts. Aber wenn meine Mutter kommen würde, der würde ich den anraten. Und wenn Joanna kommt, meine Tochter, und sagt, Papa, jetzt will ich einen haben, würde ich auch nicht sagen, nee, kriegst du nicht, weil der lädt nicht schnell genug. Heute müssen Autos dich irgendwie emotional küssen. Ja. Und das tut er auf seine Art und Weise. Und das ist mir egal, wie schnell der lädt. Weißt du, ich finde diese ganze Ladegeschichte, das hängt mir zum Hals raus mittlerweile. Ey, dann kauf doch einen Tesla Model 3. Es gibt zwei Orte und Szenarien, da sehe ich dieses Auto voll und zwar genau in dieser Konfiguration. Szenario Nummer 1, Nizza oder so. An der Strandpromenade, weißt du, fahre ich, wenn es mir richtig gut geht, zu meiner Yacht oder sowas, weil sieht außergewöhnlich aus, ist elektrisch, darf ich überall mit hin, finde ich überall einen Parkplatz. Szenario Nummer 2, hier, so. Stell dir vor, du hast irgendwie einen Ruhesitz oder ein Ferienhaus, so ein St. Peter-Ording. Und hast du eben den Stinkerbulli hier mit seinem Dieselantrieb gesehen? Gar nicht. Aber hier auf dem schönen Strand, ja, kann man Auto machen. Ist einfach sympathisch. Wie seht ihr das da draußen? Ach nee, da seid ihr. Ist der Ora Funky Cat was? Seid ihr immer noch auf dem Trip irgendwie? Chinesen kann man gar nicht kaufen, ist ja auch okay. Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ja, was dürfte das Auto denn kosten, damit es für euch da draußen interessant ist? Ja, das würde mich auch interessieren. Ich darf Tschüss sagen, ne? Ja. Ich sage, bleibt in Fahrt, euer Eckart. Ich muss jetzt überlegen, was ich sagen muss. Und ich wünsche mir wie immer, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.